Okay. Was ist das? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich glaube ja, ne? Ja, okay, es ist der richtige Weg. Ja, Günther, hast du Fotografentipps? Genau. More Passion habe ich nicht. Phasmophobia, ja. Ich dachte gerade, hier läuft mir einer im Wald hinterher. Ich habe das gerade wirklich für einen Moment geglaubt. Wir können, by the way, auch gleich noch eine kurze Runde Phasmophobia spielen. Ich hätte Bock. Dass wir noch einen Geist jagen, damit es nochmal richtig gruselig wird. So, ich würde sagen, wir spielen das Oh bis nein! 21 Uhr Blöde und machen Lampe! dann noch eine kurze Runde Zum Phasmo, Glück eine habe ich halbe noch mein Stunde oder Feuerzeug so. dabei. Weil das, ehrlich gesagt, das nervt mich gerade, weil wir kriegen für alles 1000 Tutorials. Das Foto schwarz-weiß. Ich bin doch schon schwarz-weiß. Ich bin schon schwarz-weiß. Die Kameras sind irgendwo hier in der Nähe. Ja, ich hab doch schon eine. Die sind billig. Da ist so eine grüne Laterne. Noch zwei Kameras. Submarine genauso. Okay, wo müssen wir jetzt? Welche haben wir? Okay, wir haben die hinterste. Wir müssen zurück. Dann müssen wir die Abzweigung hier nehmen, oder? Da unten ist, glaube ich, die nächste. Und wo ist jetzt das Turtok, was ihr mir versprochen habt? Wo ist es? Bin extra deswegen hier. Wo ist das Turtok? Ein Stofffetzen hier im Wald. Seltsam. Ich mache am besten. Eine Kamera fehlt noch. Nein! Ich will keine Fotos. Leute! Günther, jetzt wird's aber langsam. Ja, jetzt geht's unter die Gürtellinie, mein Freund. Korrekt belichtet. Chat, alles gut. Wir machen nichts. Wir fassen nichts an. Wir machen das jetzt noch scharf. Gar kein Problem. Okay, perfekt, Chat. Und direkt. Bam! So macht man's. Wie kann der hierher geraten sein? Kommt mir bekannt vor. So macht man's. Wo ist eigentlich die. Ist das unser Haus da oben? Was ist das da oben denn? Das ist das geheime Anwesen. Da wohnt der Günther. Ist das da Kamera Nummer 3? Ja. Kann ich da irgendwie durchlaufen? Oh, ich kann. Was ist denn das? Ich habe heute leider kein Foto für dich, doch ich habe doch eins gemacht jetzt, Pauli. Deswegen habe ich gerade eins gemacht, damit du auch eins Das kriegst. war's. Ich habe sie alle. Kann ich auch ins Die Boot Filme steigen und werden mir wegfahren? helfen, zu verstehen, was passiert ist. Kann ich ins Boot? Nun sollte ich schnell heim, um sie zu entwickeln. Ja, geht ja schon los. Ich mache es. Also, ich habe das Turtok gefunden. Was ist das hier eigentlich? Vogeltränke. Ich hänge an irgendwas fest. Ist es der richtige Weg oder bin ich falsch abgebogen? Müsste richtig sein. Was sind denn das für Geräusche hier? Was ist denn das? Okay, ich glaube, ich bin doch falsch abgebogen. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Oh. Nee, gar nicht mal so falsch. Bin nur halt ein bisschen vom Weg abgekommen, ja? Gar kein Problem. Das sieht alles sehr verstörend aus gerade. Ich fühle mich wie bei Hänsel und Gretel. Ich hätte gerne so eine Brotkrumenspur.
ist etwas creepy. Julia. Wer ruft mich nicht? Ihr wollt es, creepy, ja? Jetzt habt ihr es. Das bin ich gerade nicht. Wo rennt ihr hin? Was sollte ich tun? Oh, ich sollte Quicktime-Events, habe ich nicht gesehen. Gar kein Problem. Wo renne ich denn jetzt hin? Was ist das jetzt? Jetzt muss ich wieder weitergehen. Wo bin ich denn? Jetzt sind die Kerzen. Wollt ihr mich verarschen? Warum bin ich so klein? Warum bin ich denn so klein? Submarine! Gott, hab ich ja schon. Warum bin ich jetzt so klein? Sieht sympathisch aus. Günthers Traumfrau ist das. Ich weiß doch auch nicht. Sexy. Oh, guck mal, die Madens, die lebt sogar schon. Ich soll von der noch ein Foto machen. Lass sie nur mal liegen, ja? Gar kein Problem. Ich muss pinkeln, Chat. Ich muss gleich erstmal pinkeln gehen. Wir ertrinken! Ich muss zwar pinkeln, aber so doll dann doch nicht. Liege ich jetzt irgendwo im Wald? Hoffentlich ist jetzt Tag, dann kann ich Fotos machen. Chat, wenn wir jetzt Tag haben, gehe ich in den Wald und fotografiere auch gleich diesen blöden Helm. Wieder ein Albtraum. Sie hat wieder meine Träume betreten. Hat sie ins Bett gepinkelt? Vielleicht will sie nur mit mir reden? Was denke ich nur? Märchen, die wahr werden? Und trotzdem spüre ich... Nein, ja. Nein. So denkt nur eine Verrückte. Und das bin ich nicht. So sieht's aus. Oh, das ist... Verdammt. Wo kommt das ganze Blut her? Es ist eigentlich noch nicht so weit. Und ja gut, es gab halt noch keine Tampons damals, ne? Was passiert mit mir? Folge ich Martha früher in den Tod als gedacht? Nein, das hat jede Frau im Monat. Ich muss abwaschen und noch einige andere Dinge erledigen. Das ist ganz normal. Wenn ich krank werde, habe ich keine Zeit mehr dafür. Nein, du bist ja nicht... Die Wahrheit wartet auf mich. Sie muss in diesen Filmrollen versteckt sein. Du bist nicht krank, das hat jede Monat. Das nennt man Erdbeerwoche. Das ist gar kein Problem. 3 Tage nach Marthas Tod, 10:30 Uhr.
Chat, ich gehe gleich mal kurz pinkeln, ja? Wir machen kurze Pinkelpause. So, ich lasse euch mal hier kurz mit dem schönen Foto auf dem Kopf alleine. Ich gehe kurz pinkeln und wir machen gleich weiter, ja? Eine halbe Stunde machen wir noch und dann spielen wir noch eine Runde Phasmo und dann, ja, so machen wir es. Also, ich bin gleich wieder da, ja? Uah. Puh. Ja, jetzt muss ich hier erstmal raus. Ja, und keinen Blödsinn machen, während ich nicht da bin, ja? Nicht miteinander hier unter die Bettdecke gehen oder so, ja? Ich weiß ja nicht, was ihr vorhabt, aber seid lieb zueinander, ja? So, ist irgendwas passiert, während ich nicht da war? Habt ihr euch alle benommen? Waren alle brav, ja? Oder habt ihr wieder Mist gemacht hier, während ich nicht da war? So, ist so ruhig, ne? So, wir machen mal weiter. Wir müssen schnell Fotos machen. Ist hier was Neues? Meine Tasche. Wenn ich meine, in diesem Zustand rausgehen zu können, bin ich vielleicht wirklich schon. Ach, muss ich mich anziehen? Oh, ich bin nicht angezogen, ne? Oder erstmal muss ich mich waschen? Baden? Das will der Günther doch nur, nein. Ich wollte gerade sagen. Sonst hätte ich mal kurz das Bild ausgemacht für euch, ja? Das ist schon besser. Aber ich kann mir das ganze Blut immer noch nicht erklären. Das ist mir noch nie passiert. Das ist ganz normal. Mach dir keine Sorgen. Ich kann dem Arzt sowas doch nicht erzählen. Sonst muss ich im Bett bleiben und mich... Ich kann das Haus nicht nur in Unterwäsche verlassen. Oh, jetzt muss ich mich doch noch anziehen. Ich dachte, wir gehen einfach in Unterwäsche mal raus. Wäre doch jetzt auch nicht so dramatisch, oder? Hallo? Hallo? Wir hätten auch einfach so rausgehen können. Gar kein Problem. Also ich hätte kein Problem gehabt, ja? Ziehen das gleiche von gestern wieder an, weil das ja noch genauso sauber ist, wie es gestern war, ja? Kiki, danke für die Nüsse. Die sind super. Das wäre ziemlich unhöflich, aber ich könnte das Telefon abnehmen und ihr Gespräch belauschen. Mach mal. Wir hören uns das mal an, ja? Wie geht es dir heute, Irene? Ich mache mir Sorgen. Oh, die Mutter ist die Irene. Wir haben noch mehr Partisanenspuren im Wald direkt neben dem Haus entdeckt. Dieser Lapo, er steckt bestimmt hinter... Nein, Irene, sag das bitte nicht, das ist unmöglich. Der Lapo. Ich kenne den Jungen und ich denke nicht, dass... Vater, in diesen dunklen Zeiten ist alles möglich, alles. Der Junge ist nicht einmal gekommen, um sich von Julia zu verabschieden.
Haben sie sich nicht innig geliebt? Er muss furchtbare Angst haben. Und Julia hat immer gesagt, dass... Natürlich. Sie hat immer gesagt, dass sie nur Freunde sind. Aber das weißt du, oder? Freunde sollten solche Dinge nicht tun, Vater. Oder doch? Egal. Du verteidigst sie beide. Du, mein Mann und sogar die Nanny, die eigentlich ein herzensguter Mensch ist. Die Nanny? Ich glaube, dass die Nanny diejenige ist, die Julia verletzt hat. Mit ihrer Leidenschaft für diese bösen Karten. Das glaube ich auch. Verfluchte Dinger. Ich hoffe, du hast sie verstanden. Er ist bestimmt ihr heißer Lover. Natürlich. Ich bewahre sie sicher in meinem Zimmer auf. Wie auch immer. Verzeih mir, Vater, ich muss gehen. Sie sind gekommen, um mich abzuholen. Die Anstalt. Hab einen schönen Tag. Du ist das nicht eine ZDF-Serie? Lapo hat etwas mit Martha. Ruf mir mal beim ZDF an, ja? Mama verliert schon wieder den Verstand. Die Tarotkarten? Okay, wie es wird immer mehr. Wie kann man sich so einen Unsinn überhaupt vorstellen? Es wird immer mehr. Und Don Attilio? Er ist ein toller Freund, aber was für seltsame Ansichten er hat. Ist doch egal. Kann ich jetzt diese gehen? Diese Karten kann sind nur ein gehen? Spiel. Aber das Wichtigste ist... Was mit den Karten? Finde die Tarotkarten. Och, du Scheiße. Dass es meine sind. Warum in aller Welt haben sie sie mir weggenommen? Ich guck mal. Nach den dramatischen Nachrichten vom Land wird Erzbischof Toccarelli mit den Franzosen in der Stadt gegen die Vergewaltigungen durch die einmarschierenden Truppen protestieren. Neue Verordnung für die Sicherheit Herr Toccarelli. Der Bürger. Von diesem Moment an ist es jedem untersagt, 25 ISO-Film. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, ist der perfekt. Jetzt kriegen wir auch noch unterschiedliche Filme. Oh, Leute. Tag und Nacht geschlossen bleiben. Unterschiedliche Filme. Der Bevölkerung wird geraten, in ihren Kellern oder, wenn diese nicht vorhanden sind, in Kirchen und anderen großen Was haben wir hier? Die Patrouillen der Deutschen ist das eine Tarotkarte da? Auf Menschen zu schießen, die sich auf der Straße befinden. Kommt Liebe Omi Mama, dann wieder? Es fällt mir Bestimmt. Schwer, aber ich muss dir etwas sagen. Ich glaube, Omi kommt dann safe Ich habe wieder. Herausgefunden, dass Julia schwanger ist. Geh morgen früh um 7 an den See und beobachte sie beim Baden. Du wirst sehen, dass ihr Bauch wächst. Martha, was? Oh, wir sind schwanger? Ich bin nicht schwanger. Warum wird alles noch verwirrender? Wir sind schwanger? Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung, aber stattdessen ergeben sich nur mehr Fragen. Naja, wenn wir schwanger sind, dann hat der Günther das ja schon geschafft. Omi kommt dann bestimmt wieder gleich. Sind das meine Tarotkarten? Hier sind meine Karten. Ah! Nanny und ich haben immer mit ihnen gespielt. Sie sagte meine Zukunft voraus und ich tat so, als würde ich ihre voraussagen. Nehmen wir mit. Die Zukunft war immer für alle gut. Das ist bestimmt Omis. Vielleicht also werden wir sah mit Omi bald als sehen. Sie diese las, meine wahre Zukunft, die sie von mir verbarg. Aber ist sie jetzt schwanger oder nicht? Oder, was wahrscheinlicher ist, diese Karten sind eigentlich nur ein dummes oder Spiel, war Martha mit denen schwanger? Man sich selbst beruhigt und täuscht. Und durfte aber nicht aber schwanger sein. Aber sich selbst zu täuschen ist manchmal notwendig. Vielleicht hat die Mutter die auch umgebracht. Wie könnten wir sonst glücklich leben? Vielleicht war das Mama. Wobei Mama würde ja nicht Martha umbringen. Die hätte ja wirklich die Julia umgebracht. Obwohl, die denken ja, es ist Julia, ne? Wieder Pervitin. Vielleicht hat ich sie Ich habe das Gefühl, umgebracht. Dass diese Pillen nichts anderes tun, als sie aufzuregen. Das kann sein. Gibt's hier noch was für mich zu sehen? Was ist hier? Das ist Mamas Schmuck. Sie trägt ihn jeden Tag, Nimm auch wenn mit. Papa sagt, dass es heutzutage unpraktisch und gefährlich ist, Nimm Zeichen des mit. Reichtums zu zeigen. Ja, aber nimm den doch mit. Wie immer will sie nicht auf die Vernunft hören und streitet sich mit Papa, ja, aber nimm bis den er doch mit. Geht, um Krieg zu spielen, wie sie sagt. Oh, eine Knarre! Chatty, nehmen wir mit. Es gibt immer mehr Waffen und alle haben Angst nach dem, was passiert ist. Okay, ich kann sie doch nicht mitnehmen. Ist hier noch was für mich? Ist hier noch eine Kamera? Ist das ein Kameraskin? Nö. Okay, ist das mit den Tarotkarten jetzt erledigt? Ja. Tarotkarte ist anscheinend abgeschlossen. Haben wir. Ach, das haben wir alles gemacht. Okay, jetzt machen wir unsere Schwester und dann fotografieren wir den Helm im Wald, ja? Wir machen jetzt die Fotos und dann entwickeln wir alle zusammen im Keller. Wir müssen nicht 20 Mal los. Wir machen jetzt die Fotos und entwickeln alles zusammen im Keller. Kann ich jetzt hier raus? Muss ich die Zeitung wieder lesen? Ist das eine neue? Es ist eine neue Zeitung. Neue Zeitung, Chat. Die kommt jeden Tag pünktlich. Der Oberbefehlshaber der Reichswehr verkündet. Erstens,
Wer im Besitz von Waffen oder Sprengstoff ist, der dem deutschen Hauptquartier nicht gemeldet wurde, wird erschossen. Oh oh. Zweitens, also wer Kriminelle beherbergt und oder sie schützt und sie mit Kleidung und oder Waffen versorgt, wird erschossen. Chat, ich muss euch also verraten, drittens, sonst werde ich erschossen. Wer von der Existenz von Rebellengruppen oder sogar einzelnen Rebellen weiß, ohne diese zu melden, wird erschossen. Rebellengruppen habe ich hier auch. Die sitzen immer im Chat. Der Krieg wütet an der Ostfront. Ein Angriff der Sowjets nach stundenlanger Kanonade. Der Kampf an dieser Front ist schon lange im Gange. Sehr lange im Gange. Gefechte in der Normandie. Siegreicher deutscher Gegenangriff auf der Straße von Périer nach Caron. Das ist der Zweite Weltkrieg, oder? Pont-Hébert nördlich von Saint-Lô zurückerobert. Viele US-Verluste durch die Aktion Weltkrieg. Fliegende Bombe. Italienische Arbeiter in Deutschland. Für Arbeitnehmer, die freiwillig in Deutschland arbeiten, gelten folgende Regeln. Erstens, die Verpflichtung läuft maximal ein Jahr bis zur Rückkehr nach Italien. Erklär denen mal Wirtschaftsflüchtlinge. Erklär den Leuten mal Wirtschaftsflüchtlinge, ja? Sag das mal, wie es ist. So, kann ich jetzt endlich das blöde Foto machen? Okay, wir konnten das also gar nicht machen. Wir haben es die ganze Zeit umsonst gemacht. Scheiße. Jetzt aber. Schönes Foto machen wir jetzt. Oh, die hat gar keine Maden mehr im Gesicht. Was ist denn da los? Okay, machen wir so. Und dann machen wir hier. Schön. Und los. Ganz einfach. Erledigt. Es ist schön, dich immer an meiner Seite zu haben. Auch wenn es nur ein Bild ist. Naja, Bild ist besser wie kein Bild. So, Chat, und jetzt in den Wald und den blöden Helm fotografieren und dann das richtige Foto entwickeln. Ist mein Fahrrad? Da ist es wieder! Ich wusste doch, dass es hier stand. Ich bin also nicht ganz bescheuert. Ich wusste, dass mein Fahrrad da war. Ich bin also nicht ganz bescheuert. Das ist schon mal sehr schön. Und jetzt gehen wir kurz. Ich hoffe, wir können auch bei Tag in den Wald gehen und kurz ein Foto machen. Und entwickeln dann kurz die Fotos im Keller alle, ja? Am besten entferne ich mich nicht so weit von zu Hause. Zumindest vorerst. Doch, du musst doch das Foto machen. Oh, ich kann nicht. Chat, die dreht sich immer wieder um. Ich kann nicht. Scheiße. Ich kann das Foto nicht machen jetzt. Oh, ist doch Arsch. Ich würde gerne, aber es geht nicht. Spiel lässt mich nicht. Dann müssen wir das nehmen, was wir gemacht haben. Kann man auch nur halb bescheuert sein? Nee, kann man nicht. Man muss, wenn, dann vollends bescheuert sein. Halb bescheuert, das gibt's nicht. So, wo war der Keller? In der Küche hier, oder? Ne, hinter der Küche. Doch, hier war der Kelleraufgang. Abgang. Wie auch immer. Hier unten läuft krasse Musik. Warum sind hier so viele einzelne Stühle? Wurden hier Leute erschossen? Also, oder hingesetzt? Günther, hast du auf dem Stuhl Platz genommen mit der Pauli? Weiß ja nicht. Was ist das? Was jetzt? Was denn jetzt? Was ist das? Mit diesem Objektiv kann ich sehr nah herangehen. Ach du Scheiße. Orangefilter. Bei Nebel verbessert er das Bild, da er ihm etwas Kontrast verleiht. Das ist jetzt nicht Blaufilter, dein Ernst. Ideal für Innenaufnahmen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Rotfilter für extrem kontrastreiche Fotos. Ja. Mit diesem Objektiv wird alles größer. Ja. Dieses Objektiv Nein. vergrößert den erfassten Bereich. Nein. Es ermöglicht mir, mehr auf das Bild zu bekommen. Ja, vielleicht. Ein Objektiv und eine Rolle Infrarotfilm. Die halten auf Film fest, was das blanke Auge nicht sehen kann. Okay. Kann ich unsere Schwester mit dem Infrarotfilm fotografieren? Ich muss vorsichtig und leise sein, während ich zuhöre. Ich muss unbemerkt bleiben. Ich bin ja schließlich eigentlich taub. Bist du soweit?
Klar, Papa. Ich bin bereit. Die Aufnahme läuft schon. Oh nein, meine Stimme wird furchtbar klingen. Ach was, stell dich nicht so an. Wolltest du nicht sowieso Gesang studieren? Nein, nein, nein. Ich war jung und dumm, als ich das gesagt habe. Okay? Bereit? Los. Oh, schön. Das ist die Probe für das Konzert von letzter Woche. Ich habe mir die Aufnahme nie angehört. Chat, die Musik hört ihr jetzt gerade nicht, weil wir den Streamer-Modus aktiviert haben. Das kann man nicht als Gesang bezeichnen. Jedenfalls wird es an der Zeit, dass ich diese Filmrollen entwickle. Ich kann nicht länger warten. Streamer-Modus ist aktiviert, weil Copyright-Music, deswegen ist es gerade, deswegen können wir es gerade nicht hören. Hier würde gerade eigentlich Musik laufen, aber hier steht gerade, dass hier keine Musik läuft jetzt. Ich kann euch meine Musik anmachen, Chat. Das ist wunderbare Musik, ja. La, la, la. Ich kann für euch singen. Gar kein Problem. Okay, Leute. Jetzt diese machen Bilder wir Fotos. Diese Bilder könnten alles verändern. Ja, könnten sie. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich Martha verletzt haben könnte. Ich auch nicht. Ich würde lieber sterben. Mein blöder Kopf und diese blöden Gedächtnislücken. Es ist so nervig, sich nicht erinnern zu können. Als würde man sich in sich selbst vielleicht verlieren. Sing weiter, das willst du nicht. Okay, wie viele Fotos sind denn da? Ach du Scheiße. Chat, wir machen erstmal unsere Fotos. Kann ich mehrere nehmen? Nee, ich kann immer nur eins entwickeln. Okay, wir nehmen erstmal unser. Ich sing nicht weiter, auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Okay, ich glaube, so ist gut, oder? So machen wir das. Und so belichten wir es. Rein da. Ein Stofffetzen. Was hat mir der jetzt gebracht? Okay, nächstes Foto. Also ich glaube, wenn man das in echt macht, kann das schon Spaß machen, ne? Aber ich glaube, mein Lieblingsjob wäre es trotzdem nicht. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir das Foto von unserer Schwester. Das haben wir gemacht. Achso, jetzt muss ich ja wieder das Papier. Aber das ist eigentlich schon ganz gut, oder? Ich mache ein bisschen kleiner, aber gar nicht so viel kleiner. So ist, glaube ich, gut, oder? So, pass auf, dann machen wir das noch. Ein Foto ist Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Wie ein lebloser Körper. Vielleicht, ja. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhoffe. Naja. Vielleicht ist es albern zu glauben, dass man die Seele von jemandem einfangen kann, der gestorben ist. Dass es mehr zu sehen gibt, vielleicht, ja. Ihr Gesicht kann mir nichts mehr verraten. Das war mir schon klar. Ihre Ausdruckslosigkeit macht mir Angst. Ich weiß nicht mal, ob ich dieses leere Foto behalten oder einfach wegwerfen soll. Müssen wir das mit Infrarot nochmal machen? Wir behalten das. Mit Infrarot vielleicht nochmal.